Hi Leute, im heutigen Video wird es um das Thema Selbstmord gehen. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr ernstes und sehr, sehr trauriges Thema. Und aus dem Grund würde ich euch vorneweg einfach bitten, wenn ihr nichts Gutes in den Kommentaren zu sagen habt, dann lasst es einfach sein. Ich will mit diesem Video einfach nur meine Ansichten zu diesem Thema bringen und ich hoffe, den einen oder anderen motivieren zu können, einfach vielleicht etwas anders zu denken und zu sehen, hey, es gibt Dinge, wofür es sich zu leben lohnt. Und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich hoffe, es kann so vielen wie möglich weiterhelfen. Ich weiß, dass ich eine große Zuschauerschaft habe und ich möchte einfach einen Nutzen daraus machen und versuchen, zu den Leuten zu sprechen, die vielleicht mit solchen Gedanken spielen. Und ich muss vorneweg auch noch sagen, dass ich in keinster Weise einen Psychologen ersetze. Ich bin einfach nur ich und ein Mensch mit einer Kamera auf YouTube und ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich werde in diesem Video nicht darüber reden, wie schrecklich oder schlimm Selbstmord ist. Das weiß, glaube ich, jeder von euch selber, dass was man damit den Menschen in seinem Umfeld damit antut. Und ich werde auch nicht darüber predigen, wie schlimm es ist oder dass man zur Hölle kommt oder dass es gegen Gottes Willen ist. Nein, darüber will ich nicht reden. Ich werde in diesem Video aber auch nicht darüber reden, von wegen tu es nicht oder mach es nicht. Denn ich habe in meinem Leben schon die eine oder andere Person kennengelernt, die mit solchen Gedanken gespielt hat. Und dass man denen einfach nur sagt, tu es nicht oder denk nicht dran, es wird nichts bringen. Man kann es nicht stoppen, weil wenn jemand sein Leben in seiner Hand hat und darüber denkt, es ist aussichtslos, es gibt niemanden, der mich versteht, mein Leben ist einfach nur schrecklich und traurig, dann kann man nichts tun, ich kann es nicht stoppen. Ich möchte einfach in diesem Video zu euch sprechen, auch wenn es nur ein kleines Video ist, auch wenn es nur ein Video auf YouTube ist und ich mit euch jetzt über die Kamera rede. Ich versuche einfach, den einen oder anderen hoffentlich motivieren zu können, einfach daran zu glauben, es gibt was, wofür es sich zu leben lohnt. Schon seit meiner Geburt wurde ich in einem Umfeld erzogen, welches voller Liebe gefüllt war. Ich habe gelernt und mir wurde beigebracht, dass man jede Sekunde in diesem Leben zu schätzen wissen sollte, dass man nichts für selbstverständlich nehmen sollte und dass man einfach die Dinge zu schätzen weiß, egal ob es gute oder schlechte Erfahrungen sind, die man im Leben macht, dass man einfach das Beste daraus lernt, dass man einfach trotz allem weitermacht, egal was kommen mag. Lass mich das Video damit starten, euch zu sagen, dass ihr großartig seid. Und ich weiß, viele werden sich jetzt denken, Sammy, du kennst mich nicht, du kannst nicht wissen, wie ich bin. Aber ich bin mir sicher, dass wenn wir uns kennen würden, ich würde dich zu schätzen wissen und ich weiß, dass du großartig bist. Auch wenn es in deinem Leben Menschen gibt, die dich versuchen fertig zu machen oder dich versuchen schlecht zu machen, dass du richtig deprimiert nach Hause kommst. Ich bin selber durch so eine Zeit gegangen. Ich war auch in der Schule und es gab immer wieder Menschen, die versucht haben, mich fertig zu machen. Und ich kenne das, könnt mir glauben. Aber ich kann euch nur sagen, ihr seid großartig, so wie ihr seid. Und wenn euch niemand zu schätzen weiß, ich weiß euch zu schätzen. Egal, ob es in der Schule Menschen gibt, die euch mobben. Egal, ob es Eltern sind, die euch psychisch oder physisch irgendwie kaputt machen. Es gibt immer wieder sowas. Ich weiß euch zu schätzen und ihr werdet euch auch bestimmt fragen, wieso? Wieso sollst du mich zu schätzen wissen? Ich sehe einfach das Gute im Menschen. Das ist so ein Aspekt, der in unserer Gesellschaft heutzutage sehr vernachlässigt wird. Jeder kümmert sich um, es tut mir leid, wenn ich das sage, jeder kümmert sich um seinen eigenen Scheiß. Jeder denkt nur um über sich und wir fragen uns nie wirklich, was steckt hinter dieser Person? Was steckt hinter dieser Person, die immer lacht? Und ich meine jetzt nicht mich, also dieses Video geht absolut nicht um mich, aber es geht darum, wir sehen immer nur die Oberflächlichkeiten. Wir sehen vielleicht einen Menschen, der lacht, der sich gut kleidet, der glücklich ist. Wir sehen Menschen, die Geld haben, die alles Erdenkliche haben an materiellen Dingen, aber wir wissen nicht, wie die Person ist. Wir verurteilen einfach viel zu oft in unserem Leben Menschen und das ist ein Appell an alle, die andere Menschen verurteilen aufgrund von Oberflächlichkeiten. Ihr wisst nicht, wie es der Person hinter der Fassade geht. Und ich weiß, es kommen, werden viele Kommentare kommen, die mir sagen, hey Sammy, in deinen Videos geht es doch nur darum, wie man sich optisch besser machen kann. Aber nein, für mich zählt wirklich am Ende des Tages der Charakter. Glaubt mir, Oberflächlichkeiten zählen da gar nicht. Und aus dem Grund sage ich euch, ich sehe das Gute im Menschen und ich weiß, dass ihr großartig seid. Ich habe, auch wenn es mich traurig macht, die eine oder andere Nachricht von meinen Abonnenten bekommen, von Abonnenten, die selber mit Selbstmordgedanken gespielt haben, aber mir dann sagen, hey Sammy, deine Videos haben mich motiviert, weiterzumachen, weiter zu kämpfen, an meine Ziele zu glauben. Und ich will einfach mal ein kurzes Dankeschön dafür sagen, dass ihr mir so vertraut und dass ihr einfach in mir so eine kleine Hoffnung seht, einfach weiterzumachen. Weil, glaubt mir, ich weiß es. Ich weiß, wie es sich anfühlt, gemobbt zu werden. Ich weiß, wie es ist, ein Außenseiter zu sein. Ich bin selber durch so eine Schulzeit gegangen. Meine Schulzeit war wirklich alles andere als schön. Sie war schier eine Hölle. Jeder hatte irgendwas gegen mich zu sagen, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Ich habe an meine Ziele gedacht. Ich habe einfach an meine Zukunft gedacht. Es ist schlimm, dass sich einige so fühlen, ihrem Leben einfach ein Ende zu setzen, aufgrund dieses ganzen Mobbings oder aufgrund einer beendeten Beziehung. Es ist keine Lösung. Es gibt ein gutes Zitat, was ich an dieser Stelle noch hinzufügen möchte. Das lautet, Selbstmord ist nur eine kurzzeitige Lösung eines andauernden Problems. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich euch sage, 9 von 10 Problemen, die ihr in eurem Leben habt,
haben eine einfache Lösung und ihr müsst einfach an der Lösung arbeiten, ihr müsst an die Lösung suchen. Tut mir und euch und besonders euch den Gefallen, dass ihr euch von niemanden in dieser Welt unterkriegen lasst. Egal wie aussichtslos eine Situation erscheinen mag, egal ob die ganze Klasse oder die ganze Stufe, wie es in meinem Fall war, gegen euch war, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr habt auch das Recht, auf zwei Beinen in dieser Erde zu stehen, euer Leben in die Hand zu nehmen und eure Ziele zu erreichen. Jeder von euch, der jemals einen Gedanken an Selbstmord verschwendet hat, ich möchte, dass ihr eure Zukunft seht. Es wird besser. Es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Und so dahergeleitet sich auch anhören mag. Und auch wenn es vielleicht für viele, die jetzt gerade in so einer Situation sind, es aussichtslos erscheint, glaubt mir, es wird besser. Es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Und ich möchte, dass ihr eure Zukunft seht, eure Ziele verfolgt, euer erfolgreich werdet und glücklich werdet und euch von niemandem in dieser Welt unterkriegen lasst. Ihr könnt es schaffen. Ihr müsst einfach an euch glauben und denkt einfach an die Zukunft. Schule, es ist nicht immer, ihr habt nicht immer in eurem Leben Schule. Ihr werdet nicht immer studieren, egal in welchem Bereich eures Lebens mal eine aussichtslose Situation kommt. Es wird besser. Und ihr müsst dran glauben und glaubt mir, ihr könnt es schaffen und ihr werdet erfolgreich und ihr werdet glücklich. Diese Menschen, die euch in eurem Leben versuchen fertig zu machen, egal auf welche Art und Weise und egal in welchem Lebensbereich, gibt ihnen niemals die Befriedigung, dass sie das geschafft haben, was sie wollten. Ich verstehe auch eh nicht, wieso unsere Gesellschaft mittlerweile so geworden ist, egal ob in der Schule, es wird von Jahr zu Jahr irgendwie schlimmer. Vielleicht für die einen oder anderen, die wissen, worüber ich rede, dass man sich versucht fertig zu machen. Wieso können wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der Frieden herrscht, in der wir uns nicht versuchen, aufgrund von Oberflächlichkeiten fertig zu machen? Und ich will euch einfach nur sagen, gebt niemals den Menschen diese Befriedigung, dass sie das erreicht haben, was sie wollten, dass sie euch fertig gemacht haben, dass ihr am Grund und Boden seid. Ihr seid es wert zu leben und ihr seid es wert, eure Zukunft zu sehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dem einen oder anderen, auch wenn es nur einer ist, weiterhelfen zu können. Und verzagt nicht. Werdet glücklich. Macht euer Bestes draus. Ich liebe euch und ich meine es auch wirklich so. Ich weiß euch zu schätzen und wenn es egal jemanden in eurem Leben gibt, der euch versucht, das Leben so schwer zu machen, shit drauf. Egal, ob Menschen euch nicht akzeptieren, wie ihr seid, es werden bessere Tage kommen, es werden Menschen in eurem Leben kommen und ihr werdet Menschen in eurem Leben treffen, die euch zu schätzen wissen. Und wenn es jemanden gibt, ich weiß euch zu schätzen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich dem einen oder anderen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video alle, aber wirklich alle, unter eure Favoriten hinzufügen würdet, dass dieses Video von so vielen wie möglich gesehen wird. Und ich habe das Video in keinster Weise gemacht, dass ich bekannter werde. Oder glaubt mir, es ist scheiß auf die Bekanntheit, um ehrlich zu sagen. Was zählt seid ihr? Ihr seid als Mensch genauso viel wert wie jeder andere auf dieser Welt. Und lasst euch von niemandem irgendwas einreden, glaubt mir. Und ich hoffe einfach, dass das Video dem einen oder anderen helfen konnte. Also macht's gut und werdet glücklich und glaubt an eure Zukunft. Ihr könnt es schaffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.